Hier sich heut mehr die Köpfe zeigt, drum machen wir uns drum. Wir zirken auf die freie Wort und klöpfen fleißig um. Wir bleiben nicht vor der Haustür stehen, wir trauen ins schon ins Haus einigen. Hier sich heut mehr die Köpfe seid, drum machen wir uns froh. Also wir sind heute von Haus zu Haus gezogen, wir haben 7 Stationen und wir machen das Anklöpfeln, das ist ein alter Tiroler volkstümlicher Brauch in der Vorweihnachtszeit. Gott grüßen, Herr und Frau im Haus, wir singen etwas vor. Es ist jetzt hier mein Land heraus, sie steht schon vor dem Tor. Die liebe, schöne Weihnachtszeit, wo Himmel, Erd und Welt sich freut. Gott grüßen, Herr und Frau im Haus, wir singen etwas vor. Also die Idee ist ja so eigentlich entstanden, ein Tischjocke, der was in Google lange gewesen ist, der hat aus dem Unterland, das kommt eigentlich mehr aus dem Unterland her, ist da mit ein paar Männern anklöpfen gegangen und wir haben das gesehen und da haben wir uns gedacht, das kann man eigentlich selber tun. Und da so ziehe ich mir jetzt eigentlich von Haus zu Haus und versuche ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung zu vermitteln. Die Glocken klingen heut ganz besonders hell. Zum Stall hin müssen wir gehen, ganz sackrisch schnell. Hansel, hast gesehen den hellen Stern? Er verkündet uns die Ankunft des Herrn. Stern, die Anklöpfler vor der Tür. Hol sie einer, sonst gern's viel. Ich denke, es ist einfach für jeden einzelnen Sänger macht das wahnsinnig viel Spaß in der hektischen Zeit. Und irgendwo muss man sich dann die Zeit frei machen. Aber wenn man dann unterwegs ist, miteinander singt, so richtig schöne Liedlern, man trinkt ein Glasle, man ist eingeladen auf eine kleine Jause. Einfach die Gemeinsamkeit, die macht riesig Spaß und das vermittelt ganz ein besonderes Gefühl an der Vorweihnachtszeit, beziehungsweise für mich ist fast der Heiligabend.